Es ist schon lustig. Stellen Sie sich mal vor, wir würden auf alles verzichten, was weiße Männer erfunden haben. Dann hätte die Linke keine Aktuelle Stunde beantragen können, denn dann gäbe es keine Parlamente und keine Demokratie. Es hätte vielleicht Vorteile, denn dann gäbe es sicher keinen Feminismus und keinen Black Lives Matter. Und dann gäbe es auch keine Partys oder erst recht keine Party- und Eventszene wie in Stuttgart. Alles hat seine zwei Seiten. Aber es gibt nun einmal den weißen Mann, und der hat in der Geschichte der Menschheit so viel Einfluss gehabt wie niemand sonst. Und die Geschichte können wir nicht ändern. Das versuchen nur mörderische Diktatoren, und Gott sei Dank schaffen sie es am Ende meistens nicht. Aber was ist überhaupt passiert, das sollten wir hier besprechen, weil unser Staatsfunk verschweigt. Es war ein täglicher Vorgang im Dienst. Die Polizei wird gerufen, weil ein Mann sich auffällig verhält. Die drei Polizisten, nur einer davon weiß, der andere Afroamerikaner und der dritte Hispanic, machen ihren Job und wollen den Beschuldigten zur Klärung der Sachlage aufs Revier bringen. Leider widersetzt sich der Beschuldigte der Festnahme. Er wird fixiert und stirbt einen tragischen Tod, weil der Polizist seine Beschwerden über Atemnot nicht ernst nimmt. Der Polizist wird zu Recht aus dem Dienst entlassen und angeklagt. Trotz seinem tragischen Tod sollten wir uns fragen, wer war dieser Mann? War er nur Opfer? Ein vorbestrafter Krimineller, der mehrfach im Gefängnis saß, insgesamt fast 10 Jahre lang, dessen größte Lebensleistung es war, bei einem Einbruch 2007 der schwangeren Hausbesitzerin eine Pistole an den Bauch gehalten zu haben. Währenddessen durchsuchten seine 4 Kumpels das Haus nach Geld und Wertsachen. Gab es damals einen Hashtag-Aufschrei, Sondersendungen, Demos, Plünderungen, Gewaltexplosionen? Die gab es nicht. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, was passiert wäre, wenn ein weißer Einbrecher einer Frau die Knarre an den Babybauch gehalten hätte und eine weiße Bewegung sich so einen Mann als Vorbild wehren würde. Unvorstellbar. Warum machen das die Schwarzen? Candace Owens, eine afroamerikanische Aktivistin, hat es klipp und klar gesagt. Wir sind die einzige Bevölkerungsgruppe in den USA, die kämpft, kreischt, Unterstützung und Gerechtigkeit verlangt für diejenigen in unserer Community, die nichts Gutes geleistet haben. Jetzt wollen Sie Ihren Senf zum Todesfall Floyd beitragen und beleuchten nur die eine Seite der Medaille. Was ist aber mit der anderen? Was haben Sie getan, als der Rentner David Dorn, ein Schwarzer, am 2. Juni in St. Louis von schwarzen Plünderern umgebracht wurde, weil er den Laden von seinem Freund beschützen wollte? Sie haben geschwiegen. Was haben Sie getan, als vor 2 Wochen der Österreicher EDN in Südafrika von einem Schwarzen mit der Machete zerstückelt wurde, so wie weiße Farmer dort regelmäßig umgebracht werden? Sie haben geschwiegen. Und was haben Sie getan, als Black Lives Matter den Boykott Israels gefordert hat? Als in Paris bei einer BLM-Demo konservative Gegendemonstranten als dreckige Juden beschimpft wurden? Als in Los Angeles die Synagoge Beth Israel verwüstet und mit dem Graffiti beschmiert wurde, Fuck Israel, Free Palestine. Sie haben geschwiegen, und das ist scheinheilig. Was wir hier erleben, ist ein Ausbruch von anti-weißem Rassismus. Dieser sogenannte Antirassismus hasst alles, was erfolgreich, wohlhabend und zivilisiert ist. Deshalb ist er auch antisemitisch, und das ist schon schlimm, zivilisiert. Aber noch schlimmer ist, dieser Rassismus wird unterstützt von den inneren Feinden des Abendlandes, von weißen Selbsthassern. Unser Staat verharmlost Plünderer und Kriminelle als Partyszene und kapituliert vor denjenigen, die ihn abschaffen wollen. Und zwar, obwohl die Feinde das Ganze offen zugeben, wie in Freiburg, wo bei einer BLM-Demo die Rednerin schrie Polizei und die Meute einmütig antwortete, abschaffen. Liebe Kollegen die Linke, von den Linken, diese Bigotterie teilen Sie sich mit der Bundesregierung.
Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Schulz. Wo war die Entrüstung der Bundeskanzlerin, als Migrantenbanden Stuttgart in ein Schlachtfeld verwandelt haben? Wo bleiben die Reaktionen der Bundesregierung, wenn deutsche oder weiße Migranten in unserem Land von Kulturfremden erstochen werden? Die AfD sagt als einzige Partei ganz klar, die Weißen müssen sich nicht schämen. Sie haben Gutes und sie haben Schlechtes getan, wie alle anderen. Aber es gibt keinen Grund, sich hinzuknien und um Gnade zu betteln. Denn Rassismus gibt es immer und überall. Und er kann auch gegen Weiße richten.